Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und heute gibt es wieder einen kleinen DM-Haul von mir. Diesmal ist er nicht ganz so fett. Ich habe mir hier eine schöne Bio-Baumwolltasche dazu gekauft und mal gegönnt. Es dreht sich nur um 14, 15 Produkte, aber die sind sehr interessant, weil die sind ganz neu. Da ist auch eine Limited Edition dabei und deswegen habe ich mir gedacht, ich muss das Video jetzt drehen. Ich wollte eigentlich warten, bis ich noch ein paar mehr Produkte habe. Aber vielleicht könnt ihr das dann nicht mehr kaufen. Und da ist ein Produkt dabei, was ich so gut finde, was ich euch unbedingt vorstellen will. Und eins, was so schlecht ist, wo ihr echt das Geld sparen könnt. Insofern, wenn euch das interessiert und natürlich auch noch so die anderen Highlights, die ich dabei habe, es ist sehr viel dekorative Kosmetik, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr schon mal den Kanal abonnieren. Das ist kostenfrei. Aktiviert die Glocke, damit ihr immer benachrichtigt werdet. Und dann verpasst ihr keine Videos. Ich mache jetzt nämlich ganz viele Adventskalender-Unboxings. Ich habe auch schon welche gemacht. Ich verlinke euch das alles in der Infobox. Ja, und da würde ich sagen, schnacken wir nicht lange rum, sondern starten direkt. Und zwar ist nämlich Folgendes. Ich war ein paar Mal beim DM und ursprünglich, also ihr könnt die Sachen, die es beim DM gibt, das wollte ich nur mal vorab sagen, fand ich nämlich eine gute Info, so, was ich selber noch gar nicht so richtig realisiert habe. Ihr könnt die Marken wie Catrice und ich meine auch Essence auch bei Flaconi kaufen und auch bei Douglas. So, die haben ja manchmal Prozentaktionen. Das heißt, da gibt es ja manchmal aktuell gerade bei Flaconi 25% Rabatt. Und deswegen habe ich mir nämlich zum Beispiel dort den Adventskalender bestellt und der müsste wahrscheinlich morgen da sein, deswegen mache ich das Unboxing. Der ist nämlich ziemlich teuer. Wenn ihr wissen wollt, was da drin ist, dann schaut auf jeden Fall vorbei. Da sind so Produkte im Wert von 500 € drin, sagen die zumindest. Naja, auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte bei Flaconi gesurft und habe ein Blur Cream, irgendwas von Catrice gesehen und dachte mir, cool, war aber ausverkauft. So, das war gestern oder vorgestern, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall. Und dann sehe ich das Video von der Mamako, die dieses Puder gekauft hat und total begeistert ist. Dann habe ich gedacht, okay, ich gehe direkt nochmal in den DM, das war gestern Abend, genau, und habe es mir gekauft und auch noch was anderes dazu. Und das eine ist ein Top und das andere ist ein Flop und das zeige ich euch und natürlich den kompletten anderen Einkauf. Also wir starten mal, ich will nicht lange drum herum reden, damit für diejenigen, die jetzt diese Information interessant ist, einfach das wissen. Und zwar dreht es sich um diese Catrice Extreme Blur Reihe. Mamako war mega begeistert von diesem, also Steffi heißt sie, glaube ich, von diesem Extreme Blur Loose Powder. Und ich habe mir gedacht, ich probiere das auch direkt mal aus, weil sie ist auch ein bisschen älter, auch so wie ich. Sie ist vielleicht noch ein, zwei Jahre älter, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat man da ja schon mehr Probleme mit so feinen Fältchen. Und ich habe mir sowohl das als auch das aufgetragen und blende euch das auf jeden Fall auch ein. Ich starte aber mal mit dem hier. Und zwar gibt es auch dieses Tinted Blur Mousse. Das ist eine Limited Edition und das könnt ihr jetzt auch kaufen. Ich sag's direkt vorab. Das ist der absolute Reinfall. Da könnt ihr euch das Geld sparen. Das kostet fast 7 €. Und hier steht drauf, dass es ein leicht getöntes Mousse ist, das Rötungen und Unebenheiten reduziert. Ich zeige euch jetzt mal im Altspieler, was dieses Produkt tatsächlich macht. Und es reduziert nämlich so gut wie gar nichts. Ihr könnt jetzt hier sehen, dass es eine absolute Katastrophe ist. Es ist sehr mousig von der Textur, das ist richtig. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass da auch gar nicht so viel Produkt drin ist, wenn man das so 25 ml. Und dann so viel Geld dafür, es tut halt irgendwie nichts. So. Das Allerschlimmste, was allerdings darauf ist, wie es hinterher, nicht nur, dass es keinen Effekt hat, wenn ihr dann, ich habe gedacht, ich kann es als jetzt zum Arbeiten gehen, ohne Foundation benutzen, dass ich einfach nur das nehme und den Puder darüber. Pustekuchen, ich kam heute Morgen richtig ins Schwitzen, denn es hat null meine Rötung ausgeglichen, wie ihr jetzt hier seht. Es sieht aus wie vorher. Es ist ein bisschen weich gezeichnet, als ob ich so einen pornfüllenden Primer drauf hätte. Mehr ist da nicht passiert. Und ansonsten hat es eigentlich nichts gemacht. Dann habe ich mir eine Stick Foundation drüber gegeben. Und das Problem ist da, dass das total meine trockenen Stellen hervorgerufen hat, was so schlimm aussah, dass ich mir komplett alles runternehmen musste und das Make-up nochmal machen musste. Das ist mir eigentlich noch nie passiert, dass es so ein katastrophales Ergebnis ist. Insofern kann ich euch eigentlich nur, wenn ihr leichte trockene Stellen habt und ihr wollt ein bisschen Abdeckung, das ist eigentlich nur wie ein Primer, aber da steht halt nicht Primer drauf und die haben halt auch einen Primer von dieser Serie und deswegen habe ich mich doch schwer gewundert, dass das irgendwie gar nichts ausrichtet, außer die Poren zu minimieren, aber
keine Ahnung, also mein Produkt ist es nicht. Vielleicht funktioniert es für jemanden von euch. Ich will es jetzt nicht total zerreißen, aber ich fand es irgendwie für den Preis einfach nicht passend. So. Auf der anderen Seite allerdings, dieses gute Puder hier, was die Steffi schon erwähnt hat. Ich hol mir gerade mal einen Pinsel und dann trage ich das nochmal ein bisschen auf, damit ihr das sehen könnt. Guck mal, das ist so richtig fein gemahlen. Das fliegt überall, ist das. Und das ist so leicht Aprikotfarben. Ich habe es heute Morgen, ich habe es jetzt schon 6 Stunden ungefähr drauf. Schaut mal an, wie mein Augenbereich aussieht. Ich finde, es sieht ziemlich gut aus. Ich glänze jetzt hier etwas und ich werde mal versuchen, mit dem Puder diesen Bereich ein bisschen auch zu mattieren. Ich bin sehr gespannt, wie es ausschauen wird, wenn man es später nochmal aufträgt. Also bei ihr sah es super aus und ich bin auch mega begeistert. Guck mal, das gleicht alles super schön aus. Ich glänze jetzt hier ein bisschen, aber das setzt sich null blöd ab. Das ist so fein gemahlen. Also ich bin schwer begeistert von dem Puder. Das kostet übrigens 6 Euro. Ich habe mir heute direkt nochmal ein Backup geholt. Und das mache ich eigentlich nie, sowas. Insofern, okay, meine Spülmaschine ist fertig. Die werde ich jetzt mal kurz ausschalten und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann zeige ich euch den Rest meines Einkaufs. Ups. So, ihr Lieben, also ich finde, ich sehe jetzt hier richtig schön weich gezeichnet aus. Es ist, ich bin begeistert. Also das hier ist eine klare Empfehlung. Guckt es euch einfach mal an. Da gibt es auch einen Tester und ich wäre fast dran vorbeigelaufen. Ich habe ja meine anderen Einkäufe, die ihr gleich sehen werdet, schon ein paar Tage vorher auch gemacht. Und da habe ich das irgendwie nicht gesehen. Ich habe es halt, wie gesagt, bei Flaconi entdeckt. Dann sehe ich das Video von ihr und denke mir, okay, anscheinend gibt es das noch im DM. Ich habe gedacht, das wäre schon raus aus der, ja, also die Limited Edition wäre schon raus, weil es bei Flaconi nicht gab. Vielleicht gibt es das jetzt mittlerweile. Auf jeden Fall haben die nämlich Prozente. Guckt vielleicht einfach mal nach. Okay, dann machen wir jetzt mal weiter, was ich noch gekauft habe. Das war dann heute. Ich habe gedacht, ich probiere mal die Evelyn Pinsel aus. Ich habe zwar sehr viele Pinsel, aber ich habe mir gedacht, von diesem Blender-Pinsel von Evelyn schwärmen ganz viele. Und ich dachte mir, wenn ich mal so Drogerie-Looks mache, habe ich vielleicht hiermit, ich glaube, der kostet 3 Euro, mal eine schöne Drogerie-Variante. Ich mache den mal auf hier. Der soll... Oh ja, so weich ist er eigentlich nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass er gut verblendet, weil er nicht so fusselig ist, sondern eher ein bisschen fester. Ich könnte es ja mal ausprobieren. Ja, also das fühlt sich gut an, muss ich sagen. Okay. Okay. Cool, also ja, das ist kein schlechtes Produkt. Ich habe das nämlich noch nicht richtig ausgeblendet extra, um das mal auszuprobieren. Nee, super. Also diesen Blender von Evelyn, wenn ihr keine Blenderpinsel habt, ich glaube, das ist eine gute Wahl. Dann habe ich mir auch noch gleichzeitig den Präzisionsblender mitgenommen. Das ist so ein kleiner. Ich zeige euch den auch mal. So sieht der aus. Und den wollte ich eigentlich, um für den inneren Augenwinkel da ein bisschen Schimmer hinzumachen. Ich habe so einen, ich glaube, ich wollte den nämlich meiner Mama schenken. Muss mal gucken, weil die kommt morgen. Und eventuell machen wir so ein Unboxing zusammen. Mal gucken. Ich hoffe mal, ich kriege sie überredet, dass sie mitmacht. Okay, dann habe ich mir nämlich für sie und für mich, ich habe gedacht, wir machen immer gerne Masken zusammen. Und wenn sie da ist, können wir uns ein bisschen relaxen. Und da habe ich gedacht, bevor wir jetzt zur Schönheitsbehandlung gehen und da jeder irgendwie 50, 100 Euro ausgeben, dachte ich, tue ich uns mal was Gutes und ich hoffe, es ist gut. Ich habe noch keine Videos dazu gesehen. Obwohl es jetzt kein neues Produkt ist. Ich habe 2 Masken mitgenommen von Too Cool for School, von dieser koreanischen Marke. Und zwar einmal die Egg Cream Mask mit Hydration. Ich glaube, die habe ich für mich mitgenommen. Genau. Feuchtigkeit kann nicht schaden. Und für meine Mama habe ich die Firming Kollagen Maske mitgenommen. Die kosten fast 4 Euro, also ziemlich teuer. Ich würde das eigentlich nicht kaufen. Ich habe das jetzt wirklich nur, weil ich mir gedacht habe, dass wir verbringen nicht so oft Zeit miteinander und dann haben wir vielleicht was Cooles und ja, ersetzt vielleicht, hoffe ich, so die Schönheitsbehandlung bei der Kosmetikerin. Das war so mein Ziel an der Sache. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten in einem Aufgebraucht- oder DM-Review-Video, wie wir diese Masken gefunden haben, okay? Und vielleicht blende ich euch dann auch ein Bild ein, wenn wir die auftragen. Okay, gut. Also das finde ich schon mal ziemlich cool. Dann habe ich mir nachgekauft, das mache ich relativ kurz. Einmal das Balea Duschöl, das nehme ich für den Beauty Blender zum Reinigen. Das ist ein super Tipp gewesen, das liebe ich.
und einmal eine Dusche, und zwar die Family-Pflegedusche von Alverde. Und ich muss sagen, die finde ich richtig gut und vor allen Dingen mein Mann findet die auch richtig gut. Die riecht extrem nach Mango und Feige, süßlich, aber fruchtig. Richtig, also ihm gefällt es total und für ihn habe ich es eigentlich so gekauft und ich benutze es auch hin und wieder. Aber ich brauche eigentlich unsere alten Duschgels jetzt gerade so ein bisschen auf. Und die benutze ich halt, wenn ich mich rasiere, unter den Armen und so weiter und so fort, ne? Damit ich da nicht so viele schädliche Stoffe an meine verletzte, rasierte Haut lasse. Okay, ach, ich sehe, Mist, ich habe ja noch was von Catrice gekauft. Und zwar diesen Brow Pro Pen. Ah, das ist auch nochmal so ein Produkt, was überhaupt nicht für mich funktioniert. Auch da mache ich euch mal einen Einspieler. Das hat hier so ein etwas abgeschrägt, also so eine dickere Mine, was ich grundsätzlich ziemlich cool finde. Ich habe nämlich auch so einen Stift von Douglas, den Brow Stylo, und den liebe ich. Aber dieses Ding hier, ups, ich habe gedacht, dass der auch so wäre, aber der ist ziemlich wachsig und vor allen Dingen, er malt sehr leicht, das seht ihr schon hier, und genau das ist das Problem. Wenn ihr euch solche Stifte holt, schaut lieber, dass es schwierig ist, mit denen zu malen, weil dann bleiben die auch haften. Wenn das so einfach geht, dann ist da sehr viel Wachs drin und das verschmiert überall hin. Und ich musste mir das auch abmachen und mit meinem normalen Brow Stylo drüber gehen, weil ich so hätte nicht aus dem Haus gehen können. Also es war ein bisschen Struggle heute Morgen, muss ich ehrlich sagen. Ich werde das auch nicht mehr machen, weil ich hatte so ein bisschen Zeitdruck und dann habe ich den Rest meines Make-ups irgendwie in 5 Minuten gemacht. Ich meine, das geht, ne? Aber das mag ich eigentlich nicht so gerne. So, und jetzt kann man das mit diesen Bürstchen hier verblenden. Und das Problem ist, dann verblendet sich das so ins Nichts und wird aber auch so ganz komisch. Also irgendwie, ich weiß es nicht. Was hat das gekostet? Es war, glaube ich, auch relativ teuer dafür. Catrice Brow Pen, ja, 3,95 Euro. Ach so, und dann habe ich noch was für die Augenbrauen. Und zwar dieses Boost Serum. Ja, und das werde ich euch sagen, wie das ist, weil ich brauche unbedingt hier vorne an der Seite ein paar Härchen. Die habe ich mir anscheinend mal rausgezupft. Die sind hier, gehen die etwas weiter in die Mitte rein als hier. Ich weiß nicht, die wachsen irgendwie nicht mehr nach. Und da habe ich mir gedacht, okay, probiere ich das mal. Das kostet 6 Euro, ist auch relativ teuer. Aber hier steht sichtbar vollere Augenbrauen in 4 Wochen. Wenn das funktioniert, sage ich es euch. Nur ich glaube, dann gibt es das nicht mehr zu kaufen. Insofern ist das immer so ein bisschen schwierig mit solchen Limited Editions, sage ich mal. Okay, dann habe ich mir noch was gekauft und direkt zwei, weil ich glaube, ich entweder eins meiner Mama gebe oder mal eine Verlosung mache. Hier so ein Body Scrub Coffee and Coco. Kaffee-Peeling mit Kokosduft. Das ist bestimmt auch was für meinen Mann, der liebt das nämlich eigentlich auch. Kann man hier dran nichts riechen, aber ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich cool ist. Kostet irgendwie 1 Euro oder 50 Cent. Und ja, kann man einfach so nehmen. Ist auf Basis gemahlener Kaffeebohnen mit Meersalz. Ich finde das richtig cool. Ich werde, glaube ich, mal eins jetzt am Wochenende mit meiner Mama ausprobieren. Okay, dann habe ich mir Wimpern noch mitgenommen. Die sind super cool, die sind sehr natürlich. Das ist die Nummer 110 von Adele. Die kosten, meine ich, auch 6 Euro. Sehe ich jetzt gerade nicht. Ja, die habe ich, glaube ich, vorher gekauft. Das ist jetzt ein anderer Kassenbon. Ja, die finde ich ziemlich gut. Sieht man nicht so ganz, sind ein bisschen natürlicher. Ich mag das nicht, wenn das zu viel ist. Das sieht bei mir schnell irgendwie nicht so schön aus. Und was habe ich mir noch? Letztes Produkt ist das hier. Da habe ich mir solche Präzisionsschwämmchen gekauft. Ach so, für was habe ich das? Zum Nase konturieren. Das habe ich, glaube ich, bei der Tara gesehen. Und die hatte gemeint, dass sie das mit diesen Schwämmchen macht, weil das so eine Kante hat. Und bei mir ist auch so, meine Nase hat einen kleinen Hubbel. Und wenn ich mit einem, ja, mit einem, wie heißt es, mit einem Pinsel drüber gehe, manchmal wird es schief. Durch den Hubbel. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das mit solchen geraden Linien besser funktioniert. Also das werde ich euch auf jeden Fall sagen, ob das funktioniert hat oder nicht. Und das war's jetzt schon mit meinem kleinen Haul. Ich habe ein bisschen schnell gesprochen und es ein bisschen schnell gemacht, weil ich es nicht so ewig lang machen wollte. Und es waren jetzt doch, ja, eigentlich genug viele Produkte für so einen Haul. Und vor allen Dingen, dass es sich nicht so viel wiederholt, sondern es waren jetzt sehr viele neue Produkte. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich hoffe, die Info gerade mit Catrice war hilfreich für euch, um euch in der Kaufentscheidung weiterzuhelfen. Ja, also wie gesagt, davon habe ich mir ein Backup geholt. Das fand ich jetzt nicht so gut. Ihr müsst ausprobieren. Ne? Für jeden, jeder ist anders. Manche sagen vielleicht, das ist hier mein Holy Grail. Keine Ahnung, ich kann es mir nicht vorstellen, aber man weiß es nicht. So, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich euch echt bitten, mir einen Daumen nach oben zu geben, damit das auch noch ein paar andere Leute sehen, weil, ja,
es nur dann funktioniert, dass das vorgeschlagen wird. Also wenn es euch gefällt, dann denkt sich nämlich YouTube, vielleicht gefällt das auch jemand anderem. Schlagen wir doch mal das Video vor. So, und ich mache ja sehr viele Verlosungen und das ist natürlich für mich auch schön, wenn da viele Leute zuschauen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Ich habe gerade auch noch eine Verlosung am Laufen. Ich hatte gestern ein Video hochgeladen zum Pinkbox-Unboxing und da verlose ich ein Duftabo mit UniQ zusammen. Besten Dank nochmal dafür, da gewinnen 3 Leute, können so ein Duftabo gewinnen. Und ja, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaut da auf jeden Fall vorbei. Jetzt ist hier gerade eine kleine Mücke. Ich will es nicht zu lang machen, Outro hin oder her. Hier verlinke ich euch nochmal so meine letzten Hauls. Und hier könnt ihr mich abonnieren. Ich würde mich total freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Habt noch einen schönen Abend. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich sogar auch morgen wieder. Denn ich werde jetzt garantiert am Wochenende irgendeinen Adventskalender bekommen. Und da werde ich auch wieder eine coole Verlosung machen. Wie soll es auch anders sein? Okay, bis dann.